Aber bei den 73 Euro, da war der Sangria mit drin. Du spinnst. Wenn ich sie doch sag. Flug nach Mallorca, Halbpension und Sangria. Das gibt's doch nicht. Warum? Was ist denn los? Da sind Knochen. Auf dem Sarg liegen Knochen. Auf dem Sarg? Boah. Na, wie sieht's aus? Eine große Fraktur im vorderen Schädelbereich. Genaueres kann ich erst sagen, wenn wir die Knochen im Labor gereinigt haben. Guten Morgen, Frau Dr. Brandt. Morgen. Hallo, Thomas. Morgen. Und? Die Leiche lag genau auf dem Sarg, ist auch dort verwest. Das ist eindeutig. Helfen Sie mir mal? Ja, klar. Ups. Also, das bedeutet eine Leiche zu viel im Grab. Die hat sie wahrscheinlich nicht freiwillig reingelegt. Nimmst du mal bitte eben die Personalien auf. Es ist auf jeden Fall ein junger Mensch, das kann ich schon mal sagen. Nach der Länge der Unterarmknochen kaum über 20 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Kerstin. Wir vermuten, dass das Opfer unmittelbar nach der Beisetzung des Sarges hier vergraben wurde. Da war die Erde frisch aufgeworfen und es ist niemandem aufgefallen. Juni 1973. Das wäre dann vor 35 Jahren gewesen. Mann oder Frau? Das kann ich erst sagen, wenn wir mehr Knochen sichergestellt haben. Frau Hoffmann, wann sollen wir denn dann jetzt weitermachen? Da müssen Sie warten, bis die Polizei das Grab freigibt. Herr Pfarrer? Ja, Hoffmann. Reuter. Ich bin Pfarrer der Marktkirche. Johannes? Bernd Reuter. Das ist lange her. Ach komm, das sind doch höchstens 30 Jahre. Staatsanwalt, ich habe viel von dir gehört, seit du wieder in Wiesbaden bist. Ja. Gibt es schon irgendwelche Anhaltspunkte? Ich meine, weiß man, wer der Tote ist? Nein. Das wird in diesem Fall wahrscheinlich auch eine Weile dauern, denke ich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das ist mein Sohn Thomas, Hauptkommissar bei der Wiesbadener Kripo. Pfarrer Hoffmann und ich haben gerade festgestellt, wir waren zusammen auf der Gutenberg-Schule. Ach ja. Ja, Herr Pfarrer, wir bräuchten die Unterlagen für dieses Grab. Bekommen Sie bei der Friedhofsverwaltung. Ich weiß nur, dass es da keine Verwandten mehr gibt. Deshalb sollte der Tote ja auch umgebettet werden. Also wer nicht mehr zahlt, der fliegt raus. Das ist Sache der Stadtverwaltung. Die Kirche hat damit nichts zu tun. Übermorgen veranstalten wir einen Jazzabend in der Kirche. Wenn ihr kommen wollt. Ja, schauen wir mal. Ja. Und von unserer alten Schule sind bestimmt auch einige da. Ah ja. Und ein Kirchenbesuch hat noch niemanden geschadet. Es ist das Skelett einer jungen Frau. Fast vollständig. Alter 17 bis 19 Jahre, mit Sicherheit nicht älter als 20. Sie sehen die Fraktur mit der indifferenten Bruchkante? Ja, wahrscheinlich von einem Schlag. Eher zwei. Mit einem schweren, kantigen Gegenstand. Wenn wir davon ausgehen, dass die Tote all die Jahre nicht bewegt wurde und die Beschädigung der Schädeldecke nicht postmortem entstanden ist. Können Sie abschätzen, wie lange die Leiche in der Erde lag? An den Knochen befinden sich so gut wie keine Gewebereste mehr. Knorpel und Sehnen sind fast vollständig abgebaut. 25 Jahre, vielleicht länger. Das hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Erdreichs ab. Feuchtigkeit. Was ist mit irgendwelchen Kleidungsstücken? Haben sich weitgehend aufgelöst. Metallteile sind stark erodiert, aber etwas haben wir. Eine kleine Goldkette mit Schließe lag zwischen dem Fingerknochen der linken Hand. Ich habe es ins Labor geschickt. Danke. Ah, noch was. Im Beckenbereich haben wir einige sehr kleine Knochenfragmente gefunden, die nicht zum Skelett des Opfers gehören. Von einem Tier vielleicht? Nein, kein Tier. Ihr Opfer war schwanger. Im wievielten Monat? Also da müssen Sie mir schon ein bisschen mehr Zeit geben. Das war vierter, fünfter Monat vielleicht, aber das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung. Ja, Mai bis August 1973. Nur Vermisste im Alter von 15 bis 25 Jahren. Frankfurt und Umgebung, genau. Ja, ich weiß, dass wir auch in unser Archiv müssen. Dankeschön. Meine Herren, hast du was? Es gab in Wiesbaden damals nur drei unaufgeklärte Vermisstenfälle in der fraglichen Zeit. Zwei davon Männer.
Gut, die Männer kannst du gleich wieder zu den Akten legen. Wir suchen eine Frau, da ist die Frau Dr. Brandt sicher. Ja, dann bleibt nur eine übrig, Barbara Habich. Wo ist die Akte? Die hat sich dein Vater schon aus dem Archiv geholt. Da haben wir aber noch mindestens 6 Wochen Zeit. Gut, dann wäre aber immer noch die Revision im Fall Steinberger. Das schaffen Sie doch wohl ohne mich, oder? Moin. Hallo, Thomas. So, ich suche die vermissten Akte Habich. Hast du die? Ich wollte sie ja gerade rüberschicken. Ah. Komm mal her. Sag mal, wie kommst du darauf, dass das unsere Tote sein könnte? Das ist eine ganz vage Vermutung. Woher kommt die vage Vermutung? Weil Barbara Habich ist im Sommer 73 spurlos verschwunden. Das ist ja interessant. Die war auf deinem Gymnasium, auf der Gutenberg-Schule. Ja, 1 oder 2 Klassen unter mir. Hast du sie gekannt? Nein, 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 nicht wirklich. Jetzt komm, jetzt mach's nicht so spannend. Sie war eines Tages einfach weg, nach einem Jahrmarktsbesuch. Die Polizei hat damals keine Beweise gefunden für ein Verbrechen. Und dass sie nicht wiedergekommen ist, haben natürlich alle gedacht, dass sie durchgebrannt ist. Alle, bis auf ihren Vater. Was meinst du, lebt ihr Vater noch? Keine Ahnung. Er hatte damals eine Schreinerei. Martin, das wird nachher noch abgeholt. Okay, Flasche. Entschuldigung. Ah, kein Problem. Danke, Habich. Danke. Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Das ist Staatsanwalt Reuter. Guten Tag, Habich. Mein Vater. Reuter. Bernd Reuter, ja. Ja, Sie waren auch auf Barbaras Schule. Ja. Sie haben meiner Tochter Nachhilfe gegeben. Ja, das kann sein. Ich habe ja viel Nachhilfe gegeben. Ja, ich weiß, warum Sie hier sind. Barbara ist tot, ja? Sie haben sie gefunden auf dem Friedhof. Das wissen wir noch nicht genau. Ja, aber ich weiß es. Wissen Sie, was die Polizei zu mir gesagt hat? Ihre Tochter ist durchgebrannt. Finden Sie sich damit ab, Herr Habich. Durchgebrannt. Niemals. Ja. Und jetzt? Herr Habich, ich... Ermordet haben Sie sie. Ermordet und verscharrt. Und wissen Sie, wer dahinter steckt? Dieser Bäcker und all die anderen. Herr Habich, ich denke, wir sollten ganz in Ruhe das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung abwarten. Ja, und deswegen würden wir gerne die DNA der Toten mit der Ihrer Tochter vergleichen. Also, wenn Sie vielleicht irgendwie persönliche Gegenstände aufbewahrt haben. Ja. Kommen Sie. Hier ist es. Ich habe mir immer gedacht, wenn die Barbara doch eines Tages zurückkommt, dann soll sie wieder ihr altes Zimmer haben. Haben Sie vielleicht eine Haarbürste oder einen Kamm von Ihrer Tochter? Ach so, ja. Ja, Moment mal. Was. Sehr gut. Kriegen Sie wieder. Gut. Nein, Kettchen hatte sie nicht. Daran will ich mich erinnern. Ja, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht genau, ob es sich um Barbara handelt. Sie ist es. Ich spüre es. Ihr Mörder läuft frei rum. Danke, Herr Habich. Wir melden uns, wenn wir mehr wissen, ja? Tun Sie das. Wiedersehen. 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 Das mit der Nachhilfe, das hast du gar nicht erwähnt. Ich hatte damals eine ganze Menge Nachhilfeschüler. Ich habe damit meinen Führerschein finanziert. Also wir rätseln noch über die Tote, da schnappst du dir schon mal die richtige Vermisstenakte und dann vergisst du auch noch, dass du dem Mädchen mal Nachhilfe gegeben hast. Also schon merkwürdig. Was ist denn daran merkwürdig? Ich habe dir doch gesagt, die war 1 oder 2 Klassen unter mir und ich glaube, ich habe ihr damals geholfen, sich auf eine Mathe-Klausur vorzubereiten. Mein Gott, das ist ewig her. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Außerdem, was spielt das für eine Rolle? Wir wissen auch gar nicht, wer die Tote ist. Es war ein wunderbares Konzert. Dankeschön. Danke. Bernd, schön, dass du doch gekommen bist. Hat mir gut gefallen, die Musik. Ja, zum Gottesdienst sind nicht halb so viele hier. Glaublich. Sag mal, ich habe gehört, ihr seid bei Barbaras Vater gewesen. Johannes, ich bin dann soweit. Das Türschloss repariere ich dir gleich morgen früh. Kurt, du wirst dich doch bestimmt an Bernd Reuter erinnern. Sagt mir im Moment nichts, hm? Bernd Reuter war doch auch auf unserem guten Berg. Und jetzt ist er Staatsanwalt.
Das ist Kurt Becker, ein alter Schulfreund. Er ist ehrenamtlich bei uns dabei. Bernie. Hallo Kurt, ja. Hallo. Sag mal, du warst auch in der Klasse, in der Barbara Habich war. Habich, ja. Die Kleine, die damals weggelaufen ist. Ja, ja, die war bei mir in der Klasse. Und warum fragst du? Ja, wir haben eine unbekannte Tote gefunden. Da werden jetzt natürlich alle alten Vermisstenakten wieder aufgemacht. Und ist es die Habich? Wir sind dabei, es herauszufinden. Na, wenn ihr mich fragt, man soll die Toten ruhen lassen. Bernd, ich würde gern mal mit dir reden. Es ist wichtig. Geht es um die Tote vom Friedhof? Ja. Hättest du morgen Zeit? Na klar, 9:30. Ja, das geht. Dann komm zu mir ins Büro, wir trinken einen Kaffee und reden, ja? Danke, bis morgen. Ja, das ist eine gute Idee. Sie können den Termin für mich vereinbaren. Ja. Dankeschön. Bis morgen. Na? Schönes Konzert, Paul. Danke. Danke auch. So komme ich wenigstens dazu, mit meinen Jungs Musik zu machen. Ich würde dich gerne mal auf einen Kaffee einladen. Hättest du mal nachmittags Zeit? Ja, klar. Starkes Solo, Paul. Das hätte Glenn Miller auch nicht besser gemacht als mein Bruder, was, Johannes? Glenn Miller war Posaune, das ist Saxophon, Wolfgang. Hört sich Bernie? Was will denn der Reuter hier? Den habe ich ja noch nie in der Kirche gesehen. Ich habe ihn eingeladen. Aha. Ist das eine gute Idee? Wenn man vom Teufel spricht. Wolfgang. Grüß dich, Bernd. Paul. Dass du mal in die Kirche kommst, da denkt man gleich an was Schlimmes. Ach komm, du hast ein reines Gewissen, oder? Johannes hat mir erzählt, du sponsorst sogar die Musik. Ach, Jazz ist nicht teuer, mein Bruder spielt ja umsonst. Er verdient in der Firma genug. Verstehe. Hat mir übrigens gut gefallen, Paul. Dankeschön. Sag mal, du bist jetzt auch in die Firma eurer Eltern eingestiegen. Ja klar, ein Künstler kann jeder Steinmetzbetrieb brauchen. Ich bin ja nur für die Penunze da. Pressesprecher ist er auch noch nebenbei. Verstehe. Ja, entschuldigt mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ja, gleichfalls. Blödes Arschloch. Und bitte vergiss nicht, mich anzurufen. Geht klar, Johannes. Tschüss, mach's gut. Bernd. Du siehst toll aus. Schön, dich zu sehen. Sonst lese ich ja nur in der Zeitung von dir. Ach. Bist du Dienstliche? Dass mich das immer alle fragen? Nein. Ich bin nur hier, weil ich gehofft habe, dich zu sehen. Weil du nach 30 Jahren plötzlich nach mir Sehnsucht bekommen hast. Gehen wir essen? Ich, schade, ich muss ins Geschäft. Unsere Bäckerei, weißt du noch? Na klar. Besuche mich doch mal. Dann plaudern wir ein bisschen über unsere schönen alten Zeiten. Hm? Das machen wir. Das ist ein hübsches Mädchen, diese Barbara habe ich. Hm. Mein Vater hat ihr sogar mal Nachhilfe gegeben. Ach, echt? Hm. Jetzt verstehe ich auch, warum er sich gleich an sie erinnert hat. Ja. Er hat es aber erst erzählt, nachdem der Vater des Mädchens davon angefangen hat. Hm, weil er das vergessen. Der hat doch sonst auch ein Gedächtnis wie ein Elefant. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass mein korrekter Schwiegervater uns absichtlich fallrelevante Informationen vorenthalten würde, oder? Und man sei doch froh, dass er die Leute von früher her kennt. Kann er mit ihnen reden? Das macht die Befragung für uns viel einfacher. Ich glaube, der weiß einiges über das Mädchen. Aber warum redet er nicht drüber? Wie wäre denn die Idee, wenn du die Ermittlung mal für einen Moment vergessen würdest? Hm? Komm, wir fahren nach Hause. Und ich bin nicht müde. Okay. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Stranger,
faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Schön. Vorderseite Januar bis Juni und Rückseite Juli bis Dezember. War gar nicht leicht zu beschaffen. Verraten Sie mir noch, wofür Sie den Kalender von 1973 brauchen? Ich wollte nur ein paar Daten kontrollieren. Entschuldigt die Störung, aber das kam gerade aus dem Labor. Morgen. Ja, deine Vermutung war richtig. Die DNA-Proben stimmen überein. Die Tote vom Friedhof ist Barbara Habich. Ich habe mir die alten Protokolle angesehen. Es gab damals tatsächlich nur einen Schüler, den die Polizei genauer im Visier hatte. Das war Kurt Becker. Er wurde dreimal vernommen, weil er der Letzte war, mit dem Barbara Habich auf dem Jahrmarkt gesehen wurde. Er hat sie damals nach Hause gebracht? Das hat er behauptet. Gesehen hat es allerdings keiner. Hat sich damals niemand gefragt, ob der Becker vielleicht das Mädchen auch umgebracht hat? Ja, die Polizei hat sicher in dieser Richtung ermittelt. Aber es gab absolut keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Alle haben gedacht, Barbara Habich ist mal wieder abgehauen, diesmal eben für immer. Alle bis auf ihren Vater. Und der ist immer wieder zur Polizei gerannt und hat ganz konkret den Becker beschuldigt. Hm? Na, Thomas, wie oft gibt es sowas? Ein verzweifelter Vater, der die Tochter verloren hat. Außerdem hatte Becker ein Alibi. Johannes Hoffmann hat ausgesagt, dass er den ganzen Abend mit Becker zusammen war, nachdem Becker Barbara Habich nach Hause gebracht hatte. Waren die beiden befreundet? Nein, 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 das kann man nicht sagen. Becker wurde von niemandem so richtig gemocht, was das Alibi umso glaubhafter macht. Ach, da fällt mir noch was ein. Einer von den Degenhardt-Brüdern hat später mal erzählt, er habe Barbara in Goa gesehen. Hätte schon gut gepasst, Barbara und Indien. Da hat er wahrscheinlich nicht genau hingeguckt. Naja, jedenfalls schön, dass du doch nicht alles vergessen hast. Frau Silber, schauen Sie mal auf den Flur nach, ob Frau Hoffmann draußen steht. Vielleicht traut er sich ja nicht rein. Danke. Frau Hoffmann? Johannes. Du
habe die Tür repariert. Hinten in der Sakristei. Plötzlich hört die Orgel auf. Ich denke, da stimmt was nicht. Ich gehe nach vorne. Und dann lag er da. Ich hab da was. Vorsicht! Ja. Ein abgerissener Knopf lag direkt neben der Orgel. Tja, aussehen tut's wie ein Unfall, aber... Ja, wenn's kein Unfall war, Selbstmord. Selbstmord beim Pfarrer, das glaube ich nicht. Hast du eine Idee, worüber Pfarrer Hoffmann mit dir reden wollte? Vielleicht über ein junges Mädchen, das vor 35 Jahren verschwunden ist. Und jetzt ist er tot. Glauben wir an Zufall? Übrigens, die Gemeindehelferin sagt, sie hätte heute Morgen den Wagen von der Schreinerei Habich vor der Kirche gesehen. Ja, und? Ich wollte ins Büro vom Pfarrer wegen der Rechnung. Aber da war niemand, da bin ich gleich wieder weiter. Pfarrer Hoffmann ist tot. Und da kommen Sie zu mir. Interessiert es Sie gar nicht, wie er gestorben ist? Er ist von der Empore gestürzt. Das scheint Sie nicht sonderlich zu berühren. Dass es die Barbara ist, die Sie auf dem Friedhof gefunden haben. Das hat mich berührt. Ihre Kollegen haben mich heute Morgen angerufen. Ja, ich hab's gewusst. Das tut mir sehr leid, Herr Habich. Herr Habich, hat Sie jemand gesehen, als Sie zum Büro von Herrn Hoffmann gegangen sind? Ich habe Ihnen doch gesagt, im Gemeindehaus war niemand. Aber den Bäcker habe ich gesehen, wie er sich bei der Sakristei rumgetrieben hat. Den Bäcker, den können Sie nicht besonders leiden, was? Hören Sie, der Bäcker hat damals behauptet, dass er meine Tochter mit dem Fahrrad nach Hause gebracht hat. Aber gesehen hat das niemand. Und wissen Sie was? Jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen wollte, da konnte er mir nicht in die Augen sehen. Mir ist die Tochter umgebracht worden. Gehen Sie zum Kurt Bäcker und lassen Sie mich in Frieden. Ja, um den Bäcker kümmern wir uns auch noch. Herr Habich, als Ihre Tochter damals verschwunden ist, da stand doch Ihr Fahrrad hier im Hof. Ja. Haben Sie das Fahrrad noch? Ja, das habe ich noch. Habich wird gegen 8 Uhr morgens informiert, dass die Tote vom Friedhof seine Tochter ist. Also, er ist verzweifelt, er fährt zur Kirche und stellt Hoffmann. Ja, aber warum Hoffmann? Warum knöpft er sich nicht zuerst Bäcker vor, den er seit Jahrzehnten hasst? Naja, weil er glaubt, dass er vom Fahrer vielleicht eher die Wahrheit erfährt. Immerhin hat Hoffmann dem Bäcker auch seinerzeit das Alibi gegeben. Also, Habich bedrängt Hoffmann und es kommt zum Streit. Der Mann ist zweifelsfrei an dem schweren Schädelbruch gestorben, den er sich bei seinem Sturz zugezogen hat. Und der Bluterguss hier, war das ein Schlag? Richtig. Und zwar ein sehr heftiger, eindeutig Prämortem. Außerdem haben wir Faserspuren unter den Nägeln des Opfers gefunden. Es könnte zu einem Kampf gekommen sein, bevor Hoffmann von der Empore gestürzt ist. Die Schlüsse ziehen Sie, Herr Reuter. Wir wühlen die ganze alte Scheiße wieder auf. Gerade jetzt. Ist mir auch klar, Wolfi. Sollen sie doch rumwühlen. Du hast doch gute Nerven, oder? Wie sieht's denn mit deinen Nerven aus, Kurt? Herr Bäcker! Herr Bäcker, wir würden Sie gerne sprechen. Sie sehen euch gerade schlecht. Ich habe eine Menge zu tun. Wir können das Gespräch auch gerne im Kommissariat führen. Kein Problem. Ich gehe dann schon mal. Ruf mich an, wenn das Fahrrad fertig ist. Geht klar. Guten Tag, Wolfgang. Bernd. Was sagst du denn zu Johannes? Gehen wir ins Büro. So ein tragischer Unfall, ich kann's noch gar nicht fassen. Wir ermitteln wegen Mord. Mord? Aber wieso das denn? Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. So wie es aussieht, hat es einen Kampf gegeben zwischen Hoffmann und seinem Mörder. Und Sie haben da gar nichts mitgekriegt. Das habe ich alles schon vor der Kirche ausgesagt. Ich habe den Johannes da gefunden, dann habe ich die Polizei angerufen und mehr weiß ich nicht. Du warst also der Letzte, der den Pfarrer lebend gesehen hat. Sie waren auch der Letzte, der Barbara Habich seinerzeit lebend gesehen hat. Was hat das denn damit zu tun? Das war vor über 30 Jahren. Johannes Hoffmann wollte mit mir sprechen über die Tote vom Friedhof. Was wollte er mir da wohl erzählen? Woher soll ich das wissen? Wollte er mir vielleicht erzählen, was wirklich passiert ist damals? Ist doch alles bekannt. Ich habe die Barbara damals nach Hause gebracht und bin dann zum Johannes ins Gartenhaus.
Was haben Sie da gemacht im Gartenhaus? Ja, was schon. Musik gehört, gequatscht, einen Joint geraucht. Aber das hat Johannes alles damals schon zu Protokoll gegeben. Die Priester lügen nicht. Hm? Ach komm, Johannes war damals 17. Und wenn es um Mord geht, wird sehr viel gelogen. Um 19.30 Uhr wurden Sie mit Barbara Habich auf dem Jahrmarkt gesehen. Und um 20 Uhr wollten Sie bei Hoffmann im Gartenhaus gewesen sein. Was ist in der halben Stunde dazwischen passiert? Klar, da habe ich die Kleine umgebracht. Dann habe ich sie zum Friedhof getragen, da habe ich ein Grab ausgehoben, das Grab wieder zugeschaufelt. Ist das jetzt ein Geständnis? Scheiße, nein. Wollt ihr mir hier gerade einen reinwürgen oder was? Vorsicht! Ja, was denn? Wer war denn mit der Habich auf der Kerb? Hm? Wer denn? Wegen Nachhilfeschülerin? Da hat die Barbara mir was ganz anderes erzählt, Bernie. Was ist da gelaufen mit dir und der Barbara? Kannst du mir das mal sagen? Hanna, spinnst du? Ich habe die alten Akten gelesen. Du bist damals auch befragt worden. Ja, wie ein Dutzend anderer Schüler auch. Stehe ich jetzt unter Mordverdacht? Du hast sie doch gekannt. Hat sie dir nie was erzählt? Was soll sie mir denn erzählt haben? Zum Beispiel, dass sie schwanger war. Und vor allem von wem? Ich meine, das könnte durchaus mit dem Mord zu tun haben. Thomas, das ist alles sehr lange her. Und ich kann mich nicht erinnern, okay? Ich fahre mit dem Taxi, danke. Lassen Sie es recht gut schmecken, ja? Entschuldigung, ist er noch frei? Oh, Bernd! Hm? Kommst du mich also doch mal besuchen? Na klar. Hast du einen Moment? Für dich immer. Frau Hornbach! Entschuldigung, aber der Biomarkt ist noch mal am Telefon, wegen der Lieferung. Ich komme. Bernd, pass auf, ich mach den Vorschlag. Ich habe hier um 18 Uhr Feierabend. Wollen wir uns um 6:30 treffen? Hm? An unserem alten Platz? Bis nachher. Danke. Ich komme. Entschuldigung. Hornbach? Bernd! Was machst du denn hier? Bin wir jetzt Hase und Igel und ich habe davon nichts mitgekriegt? Nein, ich wollte nur eine alte Schulfreundin besuchen. Manuela Hornbach. Ja, zu der wollte ich auch gerade, oder hat sich das jetzt erledigt? Nein, das war bei mir privat. Ich nehme euch doch nicht euren Fall weg. Wir sprechen mit allen ehemaligen Zeugen. Und du stehst auch auf der Liste. Oh. Tschüss. Tschüss. Zwei Rumbrötchen bitte. Gerne. In den Unterlagen steht, dass Sie damals die beste Freundin von Barbara Habich waren. Stimmt das? Ja. Wir waren viel zusammen damals. Hatte Barbara einen festen Freund? Nee, das hätte ich bestimmt gewusst. Aber Verehrer hatte sie eine ganze Menge. Sie war eine Schönheit. Wolfgang Degenhardt, der fällt mir da ein, der war hinter ihr her, aber ich meine, Wolfgang war hinter jeder her. Sie hat ihn mal abblitzen lassen. Vor versammelter Mannschaft auf dem Schulhof. Und was war mit Kurt Becker? Kurt? Im Leben nicht. Naja, immerhin durfte er sie nach der Kerb begleiten. Ach, vielleicht war Barbara gerade mal sauer auf Bernie. Bernie? Bernd Reuter. Ach so, Bernie. Und warum war sie sauer auf ihn? Also das mit den alten Fingerabdrücken, das war ein ziemlicher Brocken. Wir mussten den ganzen Rahmen mit Jod bedampfen und dann Stück für Stück die Aufnahmen unter UV-Licht machen. Aber wir haben die Abdrücke. Sehr gut. Einige darunter stammen von einer bereits aktenkundigen Person, von einem gewissen Becker. Kurt Becker. Also ich verstehe nicht, warum das Fahrrad nicht schon vorher untersucht wurde. Weil man damals nicht von einem Verbrechen ausgegangen ist. Hier, da unten, da haben wir die Abdrücke sichergestellt. Vielleicht hat Becker das Fahrrad aufgehoben oder getragen. Haben Sie sonst noch was? Blutspuren. Blutspuren? Wirklich? Am Felgenrand und an einigen Speichen des Hinterrads können eindeutig Barbara Habich zugeordnet werden. Tja. Also, Becker zerrt Barbara Habich vom Fahrrad, es kommt zum Kampf und er schlägt ihr den Schädel ein. Dabei könnte durchaus Blut auf das Hinterrad gelangt sein. Genau, und dann hebt er das Fahrrad auf und bringt es unbemerkt in den Hof der Eltern. Und anschließend gibt der Hoffmann ihm ein Alibi. Aber warum? Ah! Früher hat das immer geklappt. Du bist aus der Übung gekommen. Das könnte so sein, ja. Ich hab dir was mitgebracht. Hey. Erinnerst du dich? Nein! Ja, unser Frühlingsfest 1973. Oh. Ist das Wolfgang hier? Ja.
Und hier, guck mal, sein kleiner Bruder, der Paul. Paul. Der war doch Musiker, oder? Künstler. Ja, ja, stimmt, stimmt. Barbara ist auch drauf. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Ich war ganz schön sauer an dem Abend auf euch beide. Warum? Denkst du, ich weiß nicht, was da gelaufen ist? Was ist denn da gelaufen? Du hast mit dir nicht schlafen. Das hast du gewusst? Ja. Barbara war so stolz, dass sie dich rumgekriegt hat, dass sie es mir natürlich sofort erzählt hat. Und dann hat sie mir diesen Brief zugesteckt. Das war übrigens ein Tag, bevor sie verschwunden ist. Liebe Bano, ich war heimlich beim Arzt. Ich bin schwanger. Es muss von Bernie sein. Du musst verstehen, wenn wir beide in Zukunft zusammen sein werden. Bitte verzeih mir, deine Barbara. Das ist ja der Hammer. Ich habe das nicht gewusst. Nein, natürlich nicht. Ich habe den Brief nie jemandem gezeigt. Ich wollte nicht, dass du in Schwierigkeiten kommst. Danke. Du, da gibt's aber noch was. Auf einer dieser Partys im Hoffmanns Gartenhaus, da haben die wohl mit LSD experimentiert. Barbara hat einen völligen Filmriss gehabt und als sie wieder zu sich kam, hat Wolfgang sie angefleht, um Gottes Willen niemandem zu erzählen, was da passiert hat. Was ist da passiert? Hat er sie vergewaltigt? Die Bullen waren bei Kurt. Die scheinen sich auf ihn einzuschießen, jetzt wo Johannes tot ist. Ich weiß nicht, ich trau Kurt einfach nicht. Wem sagst du das? Das Arschloch macht mir seit 35 Jahren Kopfschmerzen. Was ist mit diesem Reuter? Der gibt doch nie auf, hast du selber gesagt. Ach, du grübelst zu viel, Paul. Mit Bernd Reuter werde ich schon fertig. Ach, falls sie vom Hubi-Markt kommen, zeig ihnen einfach die neuen Pläne. Na ja, weiß ich doch selber. Guten Tag, Paul. Tag, Bernd. Die Sekretärin sagte mir, dass ich deinen Bruder hier vielleicht finde. Nein, der ist unterwegs zu einem Kunden. Was will sie denn von ihm? Ach du, es geht immer noch um das Gleiche. Den Tod von Pfarrer Hoffmann und den Tod von Barbara. Und warum kommst du damit zu uns? Na, vielleicht könnte er mir ja helfen. Sag mal, Paul, diese legendären Partys im Gartenhaus von Hoffmann, die dein Bruder immer veranstaltet hat, warst du auch mal dabei? Ich weiß nicht, das ist so lange her. Ich war der kleine Bruder, der gerade mal durchs Fenster gucken durfte. Hältst du es für möglich, dass Hoffmann etwas mit dem Tod von Barbara zu tun hat? Ich weiß nur, dass Hoffmann kein Heiliger war. Also ein ziemlich wilder Hund, genauer gesagt. Aber das ist ewig her. Aber dass du Barbara ein paar Jahre später in Goa gesehen hast, daran erinnerst du dich schon, hm? Da war eine junge Frau auf einem indischen Markt, die sah genauso aus wie Barbara. Hast du dich noch nie geirrt? Ja, das passte damals natürlich auch perfekt zu der Geschichte von der weggelaufenen Schülerin. Hm? Jetzt pass mal auf. Entschuldigen Sie, Herr Degenhardt, die Herren vom Hubi-Markt wären jetzt da. Ja, ich komme sofort. Du entschuldigst? Ja, klar. Danke. So, Bäcker. Hab ich, was gibt's? Ich will jetzt endlich wissen, was ihr damals mit meiner Tochter gemacht habt. Du und der Hoffmann. Geht das schon wieder los? Verdammt nochmal, ich hab mit der Sache nichts zu tun. Geht das nicht in deinen blöden Schädel rein? Alter Mann, verpiss dich aus meinem Laden! So, Freundchen. Und jetzt erzähl! Was ist damals wirklich passiert? Mach den Hammer weg! Stopp! Loslassen! Schon in Ordnung. War wohl ein Missverständnis, hm? Ja, Missverständnis. Wir sprechen uns noch. Ja, wir gehen jetzt schön nach Hause. Da habe ich unter uns. Alles okay mit Ihnen? Alles okay, danke. Wir möchten, dass Sie uns ins Kommissariat begleiten, Herr Becker. Wir müssen reden. Reden?
Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Verdammt nochmal, ich muss hier arbeiten! Was wollte denn der Herr Habich gerade von Ihnen? Ja, was weiß ich. Der Mann ist halt völlig verwirrt. Habt ihr doch selber gesehen. Ich hab euch nichts Neues zu sagen. Aber wir haben neue Spuren. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf Barbara Habichs Fahrrad gefunden, und zwar unten am Rahmen. Und vom Nachhauseschieben kommt das nicht. Und wir haben Blut entdeckt am Rad. Blut der Ermordeten. Dann habe ich das Rad halt irgendwann mal angefasst. Meine Güte nochmal, wir sind jeden Tag mit den Rädern zur Schule. Was wollt ihr mir da anhängen? Wir wollen dir überhaupt nichts anhängen, Kurt. Das sind schwerwiegende Indizien. Ruf einen Anwalt, wenn du willst. Das ist doch absurd. Ich brauche keinen Anwalt. Ich habe ein Alibi. Frau Dr. Brandt, schön, dass ich Sie noch treffe. Wieso wollten Sie mich zum Abendessen einladen? Na, ausgerechnet heute geht es leider nicht, aber sonst natürlich jederzeit. Nein, es geht um Barbara Habich. Ich wollte fragen, ob Sie schon eingrenzen konnten, wie weit Ihre Schwangerschaft war. Meine Vermutung hat sich bestätigt. 4., maximal 5. Monat. Verstehe. Und wäre es Ihnen möglich, den Vater zu bestimmen, wenn wir Ihnen die entsprechende DNA zukommen lassen? Das ist grundsätzlich möglich, aber sehr kompliziert. Haben Sie schon einen konkreten Verdacht? Naja, es gibt da mehrere Verdächtige, also mehrere Männer, die... Ich bitte Sie um eins. Bringen Sie mir nur dann eine Speichelprobe, wenn Sie wirklich einen konkreten Verdacht haben. Bernd, Kurt Becker hier. Ich habe noch mal über unser Gespräch nachgedacht. Klingt das so, als wäre Becker unterbrochen worden? Ja, den Eindruck habe ich auch. Also der Anruf kam gestern Abend so gegen 10:30. Ich habe ihn aber erst heute Morgen abgehört. Ich habe versucht, ihn zu erreichen. Er geht nicht ans Handy und er geht nicht ans Telefon. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Das Labor hat die Analyse fertig von dem Knopf und den Faserspuren, die bei Johannes Hoffmann gefunden wurden. Darin sind Spuren von Quarz, Feldspat und Glimmer festgestellt worden. Granitstaub. Sowas findet man in Steinmetzbetrieben. Ist ja gar nicht abgeschlossen. Ich habe sein Auto auch gar nicht gesehen. Ja, sag ich doch, hat wahrscheinlich kalte Füße gekriegt. Na, aber warum hat er mich dann angerufen? Guck dir das mal. Getrocknetes Blut. Gib mir mal das Telefon, bitte. Ja, Kerstin, ich bin's. Becker ist verschwunden. Aber kannst du bitte mit den Kollegen der Spurensicherung rüber in seinen Laden kommen? Das könnte hier ein Tatort sein. Okay. Guck mal. Becker ist weg. Was habe ich mit Becker zu schaffen? Na, sag's uns. Du bist der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Du hast gestern Abend mit ihm telefoniert. Worum ging's? Es ging um mein Fahrrad. Um die Uhrzeit. Ich muss mich doch wohl nicht rechtfertigen, wann ich mit Becker wegen meinem Fahrrad telefoniere. Gut, dann reden wir über was anderes. Die Vergewaltigung von Barbara Habich. Hey. Wusste Becker auch davon? Lass uns reingehen. Wir sind hier, weil wir von dir wissen wollen, wer auf dieser Party Barbara Habich vergewaltigt hat. Wir haben damals viele Partys gefeiert, Bernd. Und vielleicht war die kleine Habich auch mal dabei. Aber wir mussten niemanden überreden, einen LSD-Trip mitzumachen. Und zum Sex mussten wir auch keine zwingen. Herr Degenhardt, hatten Sie Sex mit Barbara Habich?
Glauben Sie im Ernst, dass ich mich daran erinnere, mit wem ich vor über 30 Jahren rumgevögelt habe? Da gab es einige. Gut, dann haben Sie sicherlich nichts dagegen, wenn ich eine DNA-Probe nehme. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wolfgang, aber was anderes. Die Steinplatten da unten, ist das Granit? Ja, fast alles. Warum? Nur so, sieht gut aus. Gut, ich wäre dann soweit. Na los! Danke. Ab sofort braucht ihr keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ab jetzt nur noch mit meinem Anwalt. Ende des Gesprächs. Raus. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie mal hier. Sind das Mitschüler aus Ihrem Gymnasium? Ja, ja. Es war ein Schulfest, wo 1902 und... Ja, ist ja auch egal. Schauen Sie sich mal die Halskette an, die der Wolfgang Degen hat, um halt, ist der da. Mhm. Könnte die identisch sein mit den Resten aus der Pathologie? Ich denke schon. Aber der da hat genauso eine an. Ja, ja, das ist sein Bruder. Ja, aber der auch. Stimmt. Noch gar nicht gesehen. Verrückt, wie viele Jungs damals solche Halsketten getragen haben. Und diese Klamotten. Danke. Reuter. Ah, ja. Und wo? Wir sehen uns nachher. Dank dir. Tschüss. Die Polizei hat den Wagen von Becker gefunden am Bahnhof. Das sind aber nicht Sie, oder? Der da? Nein. Wollen Sie mal sehen? Mhm. Hier oben? Der Schlanke mit den Locken. Entschuldigung. Ja, okay. Danke. Abend. Thomas. Ja, es war gerade die KTU. Die Blutspuren im Kofferraum des gefundenen Autos stammen definitiv vom Bäcker. Sieht ganz so aus, als hätte ihn jemand beseitigt. Ja, und dann muss es noch Spuren einer zweiten Person im Auto geben. Das Labor arbeitet dran. Aber deswegen hast du mich nicht herbestellt, oder? Komm, ich möchte dir was zeigen. War Barbara Abi von dir schwanger, ja oder nein? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Dann stimmt alles, was sie schreibt. Ja, zumindest in dem einen Punkt, dass wir einmal miteinander geschlafen haben. Das muss so 2 oder 3 Monate gewesen sein, bevor sie damals verschwunden ist. Wann genau? Ich habe schon am Kalender rumgerechnet, aber das ist unheimlich schwer nach so langer Zeit. An eins kann ich mich genau erinnern. Das war nach irgendeiner Geburtstagsfeier. Das weiß ich wirklich genau. Mensch, Thomas. Nach über 30 Jahren erfährst du, dass du vielleicht der Vater eines Kindes gewesen bist, das zusammen mit seiner Mutter getötet wurde. Verstehst du, wie ich mich die ganze Zeit fühle? Weißt du was? Wahrscheinlich ist es genauso, wie deine Freundin gesagt hat. Alles erfunden. Diese Barbara wollte euch nur auseinanderbringen. Willst du das nicht zu den Akten nehmen? Das ist ein Beweismittel. Nee, das ist ein persönlicher Brief, der geht niemand was an. Soll ich vielleicht... Eine DNA-Probe abgeben. Nee, du sollst jetzt einen Cognac trinken. Du hast doch einen, oder? Ich glaube, der ist sogar ziemlich gut.
Wunde war offensichtlich nicht tödlich. Die Kugel hat wahrscheinlich den Herzbeutel durchschlagen und ist dann in einem der Rückenwirbel stecken geblieben. Darauf lässt die fehlende Austrittswunde schließen. Also hat ihn jemand niedergeschlagen und anschließend erschossen. Und dann wurde die Leiche in so einen Sack gesteckt, mit Steinen beschwert und in ihn reingeworfen. Sein Pech, dass die Schnüre aufgegangen sind. Ist verdammt schwer, einen Menschen hier unter Wasser zu halten bei der Strömung. Und, ist was mit dem Plastiksack? Da habe ich genau diese Säcke. Verwenden Sie doch in Ihrer Schreinerei. Die können Sie doch an jeder Ecke 100-mal kaufen, 1000-mal. Gut, dann müssen Sie uns aber erklären, wie Sägespäne einer seltenen Holzart, die Sie in Ihrem Betrieb verarbeiten, in den Sack gekommen sind, in dem Kurt Becker in den Rhein geworfen wurde. Da will mir doch irgendjemand was anhängen. Mir ist gar nicht gut. Kann ich ein Glas Wasser haben? Ich hole einen Arzt. Wie geht's, hab ich? Ganz okay. Der Arzt meinte, er hat nur einen leichten Schwächeanfall, aber ich habe die Befragung abgebrochen. Das Labor hat Wolfgang Degenhardts DNA ausgewertet. Ja und? Es gibt eine weitgehende Übereinstimmung mit der DNA des Fötus. Das bedeutet also, Wolfgang Degenhardt ist der Vater von Barbara Habichts Baby. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Allerdings liegt die Übereinstimmung im Moment erst bei 91%. Ja, aber das reicht nicht. Ja, Frau Dr. Brandt macht weitere Tests. Die Bestimmung scheint schwierig zu sein. Von unseren Verdächtigen sind Habich und Wolfgang Degenhardt übrig geblieben. Habich war am Tatort, als Hoffmann starb. Er wollte aus Becker ein Geständnis herauspressen und die Müllsäcke stammen höchstwahrscheinlich aus seiner Werkstatt. Ja, wie schwer war Becker? 75, 80 Kilo? Ungefähr. Und den soll Habich in die Säcke gestopft haben und zum Rhein vorgeschleppt haben? Glaube ich nicht. Das ist ein alter Mann. Außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass er seine Tochter umgebracht hat. Gut, also Degenhardt. Die Staubanhaftungen an Hoffmanns Leiche weisen auf einen Steinmetzbetrieb hin. Außerdem gibt es zumindest partielle Übereinstimmung zwischen der DNA des Babys und der von Wolfgang Degenhardt. Ja, wenn Barbara ihn nach der Vergewaltigung mit ihrer Schwangerschaft erpresst hat, könnte das ein Motiv sein. Mhm. Ja, Degenhardt stammt aus einer sehr konservativen Familie. Und wir haben noch das Kettchen aus ihrer Hand. Das würde auch zu Degenhardt als Täter passen. Es gibt noch jemand, der so ein Kettchen getragen hat und auch in einem Steinmetzbetrieb arbeitet. Paul, der Bruder. Ja, das könnte der Volltreffer sein. Was willst du von meinem Bruder? Du bist ja doch ohne Anwalt mit mir. Lassen wir das doch. Also, Wolfgang, du weißt doch genau, worum es geht. Drei Menschen sind ermordet worden und zwei Verdächtige sind übrig geblieben, die als Täter in Frage kommen. Du und dein Bruder Paul. Kommst du darauf? Das ist doch absurd. Wir haben Beweise, die entweder gegen dich oder deinen Bruder sprechen. Einer von euch beiden muss der Vater von Barbaras Baby sein. Selbst wenn es so wäre, was hat das mit dem Mord zu tun? Wir haben bei Barbaras Überresten das Fragment eines Halskettchens gefunden. Sie muss es ihrem Mörder im Todeskampf abgerissen haben. Und du hattest so ein Kettchen. Und dein Bruder hatte auch so ein Kettchen. Lass meinen Bruder aus dem Spiel. Er hat die Kleine Habich gar nicht gekannt. Er hat mit all dem nichts zu tun. Weißt du, was du da gerade sagst, Wolfgang? Weißt du, was du da gerade sagst? Na? Du hast Barbara vergewaltigt. Du bist der Vater ihres Babys. Das ist doch nicht wahr. Doch, auf der Party in Hoffmanns Gartenhaus, nachdem du ihr Drogen gegeben hast. Wir haben dafür eine Zeugin. Und was soll das heißen? Wir suchen einen Mörder. Und was ist mit Hoffmann oder mit Becker? Ach, nun hör doch mal auf. Du weißt doch genau, dass die beiden damit nichts zu tun haben. Wolfgang. Wir haben an Pfarrer Hoffmanns Leiche Staubspuren aus einem Steinmetzbetrieb gefunden. Wir wissen, dass du mit Kurt Becker geredet hast, kurz bevor er tot war, mitten in der Nacht. Du ahnst noch nicht einmal, was die Spurensicherung alles findet, wenn sie erst einmal weiß, wo sie suchen soll. Du kannst hier doch nicht einfach anrücken und mich verdächtigen, einen Mord begangen zu haben. Doch, das kann ich. Ich kann sogar noch viel mehr. Wolfgang, ich nehme dich fest wegen Mordes an Barbara Habich, Johannes Hoffmann und Kurt Becker. Du weißt, was das bedeutet? U-Haft bis zum Prozess, also komm bitte. Warte, bitte! Es war kein Mord, Bernd. Es war
Es war eine unglückliche Verkettung von Umständen. Ja, wir waren bei Hoffmanns im Gartenhaus. Nur Johannes und ich, wir haben was geraucht, Musik gehört. Plötzlich stand Paul in der Tür, völlig fertig. Es ist was Furchtbares passiert mit der Barbara. Ich glaube, sie ist tot, hat er gesagt. Wir waren geschockt. Und, was war passiert? Paul erzählte, dass er nach der Kerb noch auf der Grillwiese war, unten am Rheinufer. Und da ist dann die Habich aufgetaucht. Und dann gab es auch gleich Krach. Barbara hat ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Also hat Paul sie auf eurer Party vergewaltigt. Ach, Bernd, vergewaltigt. Es ist irgendwie passiert, ja. Jedenfalls hat Barbara meinem Bruder Angst gemacht. Sie wollte es ihrem Vater sagen und unseren Eltern und der Polizei. Barbara hat ihn beschimpft und bedroht. Paul hat sie angefleht, nichts zu sagen. Aber sie ist weggelaufen. Paul ist hinterher, hat sie gepackt. Und dann hat er die Nerven verloren. Scheiße. Er hat einen Stein genommen und du weißt ja, wie er sein kann. Er wollte nur, dass sie endlich still ist, hat er gesagt. Barbara war tot. Paul war 17. Wird sie erschlagen? Ja. Aber er wollte es nicht. Und habt euch entschlossen, ihm zu helfen, ja? Was hättest du denn gemacht, wenn plötzlich dein Bruder vor dir steht? Johannes hat das Auto seiner Mutter geholt. Und dann sind wir alle runter zum Rheinufer. Ich wusste, dass da auf dem Friedhof ein frisches Grab war. Ich hatte meinem Vater am Tag vorher bei einem Stein geholfen. Frisch aufgeworfene Erde. Keiner würde merken, dass da noch einmal gegraben wurde. Aber als wir mit der Toten beim Auto ankommen, steht plötzlich Kurt vor uns. Verstehe. Ich helfe euch und dafür seid ihr mir was schuldig. Hat er das gesagt? So ungefähr. Kurt hat Barbaras Fahrrad bei ihrem Vater im Hof abgestellt und wir sind mit ihr zum Friedhof. Pfarrer Hoffmann wollte mir alles erzählen. Ja. Als Barbaras Leiche gefunden wurde, kam natürlich alles wieder hoch. Johannes hat dem Druck nicht standgehalten. Er hatte Paul gesagt, dass er zu dir will. Darum hat ihn Paul von der Empore gestoßen. Paul hat mir geschworen, dass er nichts damit zu tun hat. Ach komm, Wolfgang. Wer sollte sonst gewesen sein? Du? Oder Becker, klar. Der hat sich erschossen und dann selbst im Rhein versenkt. Und wenn es doch der alte Habich war, der Johannes und Kurt auf dem Gewissen hat? Hör auf, Wolfgang. Es gibt nur einen Mörder. Und das weißt du ganz genau. Sei bitte um 10 Uhr im Kommissariat, am besten mit deinem Anwalt. Was wird jetzt mit Paul? Um den kümmern wir uns. Her. Er ist ja irgendwo. Du hast mich verraten. Das ist doch Unsinn, Paul. Doch. Ich hab's genau gehört. Du hast gelogen. Du hast heute nicht die Wahrheit gesagt, Wolfgang. Ach, Paul. Ich hab doch nur gesagt, was damals passiert ist. Nein, nein. Nimm sie dir, hast du damals gesagt. Weißt du es nicht mehr? Die Barbara, die Nutte, die treibst mit jedem. Das hast du auf der Party gesagt. Du brauchst nur ein bisschen nachhelfen. Du brauchst jetzt einen guten Anwalt. Aber wir werden das regeln. Blödsinn! Ich brauche
brauche keinen Beschützer. Ich weiß genau, was zu tun ist. Du gehst jetzt da rein und du rufst Reuter an. Und du sagst, dass du schuld an allem bist, dass du schuld an dieser Scheiße bist, du und deine sauberen Freunde. Was soll das? Bist du bescheuert? Ich warne dich. Geh da rein und ruf an, sonst drücke ich ab. Hör auf, gib mir die Waffe. Schluss jetzt. Ruf an! Scheiße, die Bulli. Komm jetzt endlich zur Vernunft, Paul. Gib mir die Pistole. Ihr sperrt das Gelände ab und holt den Notarzt, alles klar. Ja? Herr Degenhardt, der Notarzt ist unterwegs. Sauber. War das Paul? Bernd, Paul wollte das nicht, das hier. Das war ein Unfall. Das Thema hatten wir schon. So, ich glaube, das war's für mich. Er muss hinten über den Hof abgehauen sein. Ah. Unsere Leute und die Leute vom SEK warten vor seinem Haus. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mach's gut. Bring mich hier weg, Bernd. Aber bei den 370 Euro, da war der Sangria mit drin. Du spinnst. Wenn ich sie doch sag. Flug nach Mallorca, Halbpension und Sangria. Das gibt's doch nicht. Warum? Was ist denn los? Da sind Knochen. Auf dem Sarg liegen Knochen. Auf dem Sarg? Boah. Na, wie sieht's aus? Eine große Fraktur im vorderen Schädelbereich. Genaueres kann ich erst sagen, wenn wir die Knochen im Labor gereinigt haben. Guten Morgen, Frau Dr. Brandt. Morgen. Hallo, Thomas. Morgen. Und? Die Leiche lag genau auf dem Sarg, ist auch dort verwest. Das ist eindeutig. Helfen Sie mir mal? Ja, klar. Yes. Also, das bedeutet eine Leiche zu viel im Grab. Die hat sie wahrscheinlich nicht freiwillig reingelegt. Nimmst du mal bitte eben die Personalien auf. Es ist auf jeden Fall ein junger Mensch, das kann ich schon mal sagen. Nach der Länge der Unterarmknochen kaum über 20 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Kerstin. Wir vermuten, dass das Opfer unmittelbar nach der Beisetzung des Sarges hier vergraben wurde. Da war die Erde frisch aufgeworfen und es ist niemandem aufgefallen. Juni 1973, das wäre dann vor 35 Jahren gewesen. Mann oder Frau? Das kann ich erst sagen, wenn wir mehr Knochen sichergestellt haben. Pfarrer Hoffmann, wann sollen wir denn dann jetzt weitermachen? Da müssen Sie warten, bis die Polizei das Grab freigibt. Herr Pfarrer? Ja, Hoffmann. Reuter. Ich bin Pfarrer der Marktkirche. Johannes? Bernd Reuter. Das ist lange her. Ach komm, das sind doch höchstens 30 Jahre. Staatsanwalt, ich habe viel von dir gehört, seit du wieder in Wiesbaden bist. Ja. Gibt es schon irgendwelche Anhaltspunkte? Ich meine, weiß man, wer der Tote ist? Nein. Das wird in diesem Fall wahrscheinlich auch eine Weile dauern, denke ich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, das ist mein Sohn Thomas, Hauptkommissar bei der Wiesbadener Kripo. Pfarrer Hoffmann und ich haben gerade festgestellt, wir waren zusammen auf der Gutenberg-Schule. Ach ja. Ja, Herr Pfarrer, wir bräuchten die Unterlagen für dieses Grab. Bekommen Sie bei der Friedhofsverwaltung.
Ich weiß nur, dass es da keine Verwandten mehr gibt. Deshalb sollte der Tote ja auch umgebettet werden. Also wer nicht mehr zahlt, der fliegt raus. Das ist Sache der Stadtverwaltung. Die Kirche hat damit nichts zu tun. Übermorgen veranstalten wir einen Jazzabend in der Kirche. Wenn ihr kommen wollt. Ja, schauen wir mal. Ja. Und von unserer alten Schule sind bestimmt auch einige da. Ah ja. Und ein Kirchenbesuch hat noch niemandem geschadet. Es ist das Skelett einer jungen Frau. Fast vollständig. Alter 17 bis 19 Jahre, mit Sicherheit nicht älter als 20. Sie sehen die Fraktur mit der indifferenten Bruchkante? Ja, wahrscheinlich von einem Schlag. Eher zwei. Mit einem schweren, kantigen Gegenstand. Wenn wir davon ausgehen, dass die Tote all die Jahre nicht bewegt wurde und die Beschädigung der Schädeldecke nicht postmortem entstanden ist. Können Sie abschätzen, wie lange die Leiche in der Erde lag? An den Knochen befinden sich so gut wie keine Gewebereste mehr. Knorpel und Sehnen sind fast vollständig abgebaut. 25 Jahre. Vielleicht länger. Das hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Erdreichs ab. Feuchtigkeit. Was ist mit irgendwelchen Kleidungsstücken? Haben sich weitgehend aufgelöst. Metallteile sind stark erodiert, aber etwas haben wir. Eine kleine Goldkette mit Schließe lag zwischen den Fingerknochen der linken Hand. Ich habe es ins Labor geschickt. Danke. Ah, noch was. Im Beckenbereich haben wir einige sehr kleine Knochenfragmente gefunden, die nicht zum Skelett des Opfers gehören. Von einem Tier vielleicht? Nein, kein Tier. Ihr Opfer war schwanger. Im wievielten Monat? Also da müssen Sie mir schon ein bisschen mehr Zeit geben. Das vierter, fünfter Monat vielleicht, aber das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung. Ja, Mai bis August 1973. Nur Vermisste im Alter von 15 bis 25 Jahren. Frankfurt und Umgebung, genau. Ja, ich weiß, dass wir auch in unser Archiv müssen. Dankeschön. Meine Herren, hast du was? Es gab in Wiesbaden damals nur drei unaufgeklärte Vermisstenfälle in der fraglichen Zeit. Zwei davon Männer. Ja, gut, die Männer kannst du gleich wieder zu den Akten legen. Wir suchen eine Frau, da ist die Frau Dr. Brandt sicher. Ja, dann bleibt nur eine übrig, Barbara Habich. Wo ist die Akte? Die hat sich dein Vater schon aus dem Archiv geholt. Da haben wir aber noch mindestens 6 Wochen Zeit. Gut, dann wäre aber immer noch die Revision im Fall Steinberger. Das schaffen Sie doch wohl ohne mich, oder? Moin. Hallo, Thomas. So, ich suche die vermissten Akte, habe ich. Hast du die? Ich wollte sie ja gerade rüberschicken. Ah. Ich komme daher. Sag mal, wie kommst du darauf, dass das unsere Tote sein könnte? Das ist eine ganz vage Vermutung. Woher kommt die vage Vermutung? Weil Barbara Habich ist im Sommer 73 spurlos verschwunden. Das ist ja interessant. Die war auf deinem Gymnasium, war auf der Gutenbergschule. Ja, ein oder zwei Klassen unter mir. Hast du sie gekannt? Nein. Nein, nicht wirklich. Jetzt komm, jetzt mach's nicht so spannend. Sie war eines Tages einfach weg, nach einem Jahrmarktsbesuch. Die Polizei hat damals keine Beweise gefunden für ein Verbrechen. Und dass sie nicht wiedergekommen ist, haben natürlich alle gedacht, dass sie durchgebrannt ist. Alle, bis auf ihren Vater. Was meinst du, lebt ihr Vater noch? Keine Ahnung. Er hatte damals eine Schreinerei. Martine, wird nachher noch abgeholt. Geh, Flasche. Entschuldigung. Ah, kein Problem. Tage habe ich. Danke. Thomas Reuter, Kripo Wiesbaden. Das ist Staatsanwalt Reuter. Guten Tag, Herr Abig. Mein Vater. Reuter. Bernd Reuter, ja. Ja, Sie waren auch auf Barbaras Schule. Ja. Sie haben meiner Tochter Nachhilfe gegeben. Ja, das kann sein. Ich habe ja viel Nachhilfe gegeben. Ja, ich weiß, warum Sie hier sind. Barbara ist tot. Ja? Sie haben sie gefunden auf dem Friedhof. Das wissen wir noch nicht genau. Ja, aber ich weiß es. Wissen Sie, was die Polizei zu mir gesagt hat? Ihre Tochter ist durchgebrannt. Finden Sie sich damit ab, Herr Habich. Durchgebrannt. Niemals. Ja. Und jetzt? Herr Habich, ich... Ermordet haben Sie sie. Ermordet und verscharrt. Und wissen Sie, wer dahinter steckt? Dieser Bäcker und all die anderen. Herr Habich, ich denke, wir sollten ganz in Ruhe das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung abwarten. Ja, und deswegen würden wir gerne die DNA der Toten mit der Ihrer Tochter vergleichen. Also, wenn Sie vielleicht irgendwie persönliche Gegenstände aufbewahrt haben. Ja. Kommen Sie. Hier ist es.
Ich habe mir immer gedacht, wenn die Barbara doch eines Tages zurückkommt, dann soll sie wieder ihr altes Zimmer haben. Herr Habig, haben Sie vielleicht eine Haarbürste oder einen Kamm von Ihrer Tochter? Ach so, ja. Ja, Moment mal. Was. Sehr gut. Kriegen Sie wieder. Gut. Nein, Kettchen hatte sie nicht. Daran will ich mich erinnern. Ja, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht genau, ob es sich um Barbara handelt. Ja, sie ist es. Ich spür's. Und ihr Mörder läuft frei rum. Danke, Herr Habich. Wir melden uns, wenn wir mehr wissen, ja? Tun Sie das. Wiedersehen. 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 Das mit der Nachhilfe, das hast du gar nicht erwähnt. Ich hatte damals eine ganze Menge Nachhilfeschüler. Ich habe damit meinen Führerschein finanziert. Also wir rätseln noch über die Tote, und da schnappst du dir schon mal die richtige Vermisstenakte und dann vergisst du auch noch, dass du dem Mädchen mal Nachhilfe gegeben hast. Also schon merkwürdig. Was ist denn daran merkwürdig? Ich habe dir doch gesagt, die war ein oder zwei Klassen unter mir und ich glaube, ich habe ihr damals geholfen, sich auf eine Mathe-Klausur vorzubereiten. Mein Gott, das ist ewig her. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Außerdem, was spielt das für eine Rolle? Wir wissen doch gar nicht, wer die Tote ist. Es war ein wunderbares Konzert. Dankeschön. Danke. Bernd, schön, dass du doch gekommen bist. Hat mir gut gefallen, die Musik. Ja, zum Gottesdienst sind nicht halb so viele hier. Glaublich. Sag mal, ich habe gehört, ihr seid bei Barbaras Vater gewesen. Johannes, ich bin dann soweit. Das Türschloss repariere ich dir gleich morgen früh. Kurt, du wirst dich doch bestimmt an Bernd Reuter erinnern. Sagt mir im Moment nichts, hm? Bernd Reuter war doch auch auf unserem Gutenberg. Und jetzt ist er Staatsanwalt. Das ist Kurt Becker, ein alter Schulfreund. Er ist ehrenamtlich bei uns dabei. Bernie. Hallo Kurt, ja. Hallo. Sag mal, du warst auch in der Klasse, in der Barbara Habig war. Habig, ja. Die Kleine, die damals weggelaufen ist. Ja, ja, die war bei mir in der Klasse. Und warum fragst du? Ja, wir haben eine unbekannte Tote gefunden. Da werden jetzt natürlich alle alten Vermisstenakten wieder aufgemacht. Und ist es die Habig? Wir sind dabei, es herauszufinden. Na, wenn ihr mich fragt, man soll die Toten ruhen lassen. Bernd, ich würde gern mal mit dir reden. Es ist wichtig. Geht es um die Tote vom Friedhof? Ja. Hättest du morgen Zeit? Na klar, halb zehn. Ja, das geht. Dann komm zu mir ins Büro, wir trinken einen Kaffee und reden, ja? Danke. Bis morgen. Ja, das ist eine gute Idee. Sie können den Termin für mich vereinbaren. Ja. Dankeschön. Gut. Na? Schönes Konzert, Paul. Danke. Danke auch. So komme ich wenigstens dazu, mit meinen Jungs Musik zu machen. Ich würde dich gerne mal auf einen Kaffee einladen. Hättest du mal nachmittags Zeit? Ja, klar. Starkes Solo, Paul. Das hätte Glenn Miller auch nicht besser gemacht als mein Bruder, was, Johannes? Glenn Miller war Posaune, das ist Saxophon, Wolfgang. Das nicht Bernie? Was will denn der Reuter hier? Den habe ich ja noch nie in der Kirche gesehen. Ich habe ihn eingeladen. Aha. Ist das eine gute Idee? Wenn man vom Teufel spricht. Wolfgang. Grüß dich, Bernd. Paul. Dass du mal in die Kirche kommst, da denkt man gleich an was Schlimmes. Ach komm, du hast ein reines Gewissen. Oder? Johannes hat mir erzählt, du sponsorst sogar die Musik. Ach, Jazz ist nicht teuer, mein Bruder spielt ja umsonst. Er verdient in der Firma genug. Verstehe. Hat mir übrigens gut gefallen, Paul. Dankeschön. Sag mal, du bist jetzt auch in die Firma eurer Eltern eingestiegen. Ja klar, ein Künstler kann jeder Steinmetzbetrieb brauchen. Ich bin ja nur für die Penunze da. Pressesprecher ist er auch noch nebenbei. Verstehe. Ja, entschuldigt mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, ja, gleichfalls. Blödes Arschloch. Und bitte vergiss nicht, mich anzurufen. Geht klar, Johannes. Tschüss, mach's gut. Bernd. Du siehst toll aus. Schön, dich zu sehen. Sonst lese ich ja nur in der Zeitung von dir. Ach. Bist du Dienstliche? Dass mich das immer alle fragen.
Nein. Ich bin nur hier, weil ich gehofft habe, dich zu sehen. Weil du nach 30 Jahren plötzlich nach mir Sehnsucht bekommen hast. Gehen wir essen? Ich, schade, ich muss ins Geschäft. Unsere Bäckerei, weißt du noch? Na klar. Besuche mich doch mal. Dann plaudern wir ein bisschen über unsere schönen alten Zeiten. Hm? Das machen wir. Das ist ein hübsches Mädchen, diese Barbara, habe ich. Hm. Mein Vater hat ihr sogar mal Nachhilfe gegeben. Ach, echt? Hm. Jetzt verstehe ich auch, warum er sich gleich an sie erinnert hat. Ja. Er hat es aber erst erzählt, nachdem der Vater das Mädchen davon angefangen hat. Hm. Vielleicht hat er es vergessen. Der hat doch sonst auch ein Gedächtnis wie ein Elefant. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass mein korrekter Schwiegervater uns absichtlich fallrelevante Informationen vorenthalten würde, oder? Und man sei doch froh, dass er die Leute von früher her kennt. Kann er mit ihnen reden? Das macht die Befragung für uns viel einfacher. Ich glaube, da weiß einiges über das Mädchen. Aber warum redet er nicht drüber? Thomas, wie wäre denn die Idee, wenn du die Ermittlung mal für einen Moment vergessen würdest? Hm? Komm, wir fahren nach Hause. Und ich bin nicht müde. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. All right, yeah. Strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Schön. Vorderseite Januar bis Juni und Rückseite Juli bis Dezember. War gar nicht leicht zu beschaffen. Verraten Sie mir noch, wofür Sie den Kalender von 1973 brauchen? Ich wollte nur ein paar Daten.